Sonys Antwort auf das SNES und Sega Mega Drive schlug ein wie eine Bombe. Natürlich spreche ich von der PlayStation, die Sony nach einer geplatzten Zusammenarbeit mit Nintendo 1994 auf den Markt gebracht hat. Ganz den Kultstatus des Nachfolgers konnte die erste Sony-Konsole sich zwar nicht sichern, dafür haben aber einige Spiele Kultstatus erreicht. In meinem Special widme ich mich jedoch eher den verkaufsstarken Titeln und habe für euch die Top 10 der meistverkauften PlayStation-Spiele zusammengestellt. Den 10. Platz konnte sich Hideo Kojima mit seinem Stealth-Action-Adventure Metal Gear Solid sichern. Im Spiel dreht sich alles um den Special Force-Soldaten Solid Snake, der erst im 3. Teil der Reihe mit einer Bande von Terroristen und den namensgebenden Robotern den Metal Gears zu tun bekommt. Natürlich ist die Story noch viel komplexer und voller Wendungen, die man so nicht erwartet hätte. Neben der echt genialen Geschichte punktet Metal Gear Solid vor allem mit seinem Gameplay. So muss man verschiedene Gadgets einsetzen, Wachen lautlos ausschalten, da sie sonst Alarm schlagen und natürlich zahlreiche Bosse erledigen. Apropos Bosse, die Kämpfe gegen Revolver Ocelot, Psycho Mantis und natürlich den Metal Gear Rex waren alles andere als leicht, haben aber dennoch jede Menge Spaß gemacht und das Gefühl, wenn man sie besiegt hat, war einfach unbeschreiblich. So ist es nicht verwunderlich, dass das Spiel von Kojima gut bei der Fachpresse und auch bei den Spielern ankam. Es hat einen Metascore von 94 Punkten und einen User-Score von 8,4 auf Metacritic erreicht. Auch die Verkaufszahlen können sich sehen lassen. Metal Gear Solid verkaufte sich ganze 7 Millionen Mal weltweit. Auch Lara Croft hat es auf die Liste geschafft und sich den 9. Platz sichern können. Und so hat sich zwar meine anfängliche Vermutung, dass sie in der Liste vertreten sein wird, bewahrheitet, allerdings hätte ich sie viel weiter vorne eingeordnet, da Tomb Raider für mich ein Aushängeschild der PlayStation war. Aber genug von meinen Vermutungen. Kommen wir mal zum Spiel zurück. 1996 brachte Core Design mit dem ersten Tomb Raider eine Action-Adventure-Reihe auf den Markt, die bis heute große Erfolge feiert. Der Star des Spiels ist Lara Croft, die von ihrem Schöpfer als eine Art weibliche Version von Indiana Jones entworfen wurde. In ihrem ersten Abenteuer bekommt es Lara mit der skrupellosen Industriellen Jacqueline Nettler zu tun, die sie beauftragt, ein uraltes Artefakt namens Gion zu finden. Wie sich später herausstellt, ist Lara nicht die einzige Schatzjägerin, die von Nettler angeheuert worden ist. So beginnt ein Wettlauf gegen die Konkurrenz, die in einem doch eher unerwarteten Plot-Twist endet. Bei den Spielern jedenfalls kam das erste Tomb Raider echt gut an und so verkaufte sich das Spiel 7,1 Millionen Mal weltweit. Auch der Beuteldachs Crash hat es mit seinem 3. Abenteuer, in dem er mal wieder gegen Dr. Neo Cortex antreten muss, in die Liste geschafft. Nach den Ereignissen des 2. Teils stürzte die Raumstation des bösen Wissenschaftlers auf die Erde und explodierte in lauter Einzelteile. Das ruft den bösen Zwillingsbruder von Crash langjährigen Begleiter Aku Aku auf den Plan. Der böse Uka Uka schließt sich natürlich, wer hätte es anders gedacht, mit Dr. Neo Cortex zusammen und versucht mit Hilfe einer Zeitmaschine die Edelsteine und Kristalle, die Crash bereits im vorigen Abenteuer gesammelt hat, mal wieder zu stehlen. So geht es für Crash und seine Schwester Coco einmal quer durch die Zeit, um die bösen Pläne der beiden Schurken zu vereiteln. Bei der Fachpresse und den Spielern kam der 3. Teil der Crash-Reihe sehr gut an und so wurden insgesamt 7,31 Millionen Exemplare weltweit verkauft. Und da ist der Beuteldachs auch schon wieder, denn der 2. Teil der Reihe war sogar noch ein wenig beliebter als sein Nachfolger. Im 2. Teil der Reihe bekommt es Crash auch wieder mit Dr. N. Cortex zu tun, doch diesmal unterstützt Crash den bösen Doktor dabei, die Welt zu retten. Dazu wird er von Cortex quer durch die Welt geschickt, um bestimmte Kristalle zu finden. Oh Wunder, wie sich im Verlauf des Spiels herausstellt, wurde Crash von Cortex angelogen und der Beuteldachs hat dazu beigetragen, dass der Doktor seine Weltherrschaftspläne in die Tat umsetzen kann. Natürlich schafft es der verrückte Wissenschaftler mal wieder nicht, seine Pläne in die Tat umzusetzen, denn Crash weiß das zu verhindern. Der 2. Teil der Reihe verkaufte sich um einiges besser als sein Nachfolger und wurde insgesamt 7,58 Millionen Mal in der PlayStation-Version verkauft. Zauberschüler Harry Potter begeistert seine Fans seit 1997, als das erste Buch Harry Potter und der Stein der Weisen in England erschienen ist. Das Potter-Universum wurde so erfolgreich, dass die Bücher verfilmt wurden und es natürlich auch jede Menge Videospiele gab. Spieler auf der ganzen Welt waren begeistert, selbst die Abenteuer von Harry und seinen Freunden erleben und nachspielen zu können. 2001 erschien dann der erste Teil der Harry Potter-Reihe als Videospiel. Erzählt wird die Geschichte des ersten Buches. So müssen Harry und seine Freunde die Überreste von Voldemorts Seele daran hindern, den Stein der Weisen zu nutzen und damit ewiges Leben zu erlangen. Bei den Kritikern und Spielern kam das Spiel eher mäßig an. Auch ich selbst muss zugeben, dass ich etwas anderes erwartet hatte und somit das Spiel auch nicht in den Top 10 der meistverkauften PlayStation-Spiele erwartet hätte. Scheinbar war der Hype dann doch größer und so verkaufte sich Harry Potter und der Stein der Weisen auf der PlayStation ganze 8 Millionen Mal. Tekken is back. Mit dem 3. Teil der Fighting Game Reihe schafft es Bandai Namco in die Top 5 der meistverkauften PlayStation Spiele. Die Story von Tekken 3 spielt 15 Jahre nach den Ereignissen von Tekken 2. Hayashi Mishima hat es wieder zurück an die Spitze der Mishima Zaibatsu geschafft und führt sein erschaffenes Imperium weiter, bis ihm ein fataler Fehler unterläuft, der einen neuen Feind namens Okra auf den Plan ruft. Diese mysteriöse Kreatur hat nichts Besseres zu tun, als Jun Kazama zu entführen und ihren Sohn Jin Kazama zu verprügeln.
Jin Kazama schwört Rache und lässt sich von seinem Großvater in den Kampfkünsten der Mishima Karate unterrichten. 4 Jahre später hat Jin die Kampftechniken gemeistert und tritt im 3. King of Iron Fist Tournament an, das Hayashi dazu nutzen will, um Okre zum Kampf zu zwingen. Naja, soviel zur Story des Games, aber eigentlich geht es bei Tekken ja eher darum, zu fighten. So bietet der 3. Ableger der Reihe neben zahlreichen neuen Kämpfen auch ein verbessertes Kampfsystem. Die dreidimensionalen Bewegungen wurden verbessert, dadurch konnten die Kämpfer erstmals in den Hintergrund hinein- oder herausspringen, was damals eine echte Innovation war. Generell kam das Fighting Game echt gut bei den Spielern und der Fachpresse an. Es hat einen Metascore von 96 und einen User-Score von 9 von 10 Punkten auf Metacritic. Auch die Verkaufszahlen können sich sehen lassen. So verkaufte sich das Spiel weltweit 8,3 Millionen Mal. Keine JRPG-Reihe wird so sehr mit der PlayStation assoziiert wie Final Fantasy. Mit dem 7. Ableger wechselte die Reihe von Nintendo zu Sony, bis sie dann mit Final Fantasy X auch für andere Systeme veröffentlicht wurde. 2 PlayStation-Klassiker sind unter Final-Fans echt hoch im Kurs. Das sind der 7. Teil der Reihe und natürlich Final Fantasy VIII, das sich den 4. Platz sichern konnte. In Final Fantasy VIII dreht sich alles um den 17-jährigen Kadetten Squall Leonhard, der in der Spezialtruppe, auch Seeds genannt, aufgenommen werden will. Die Seeds sind Magie- und waffenkundige Söldner, die von diversen Firmen und Nationen für Spezialaufträge angeheuert werden. Squall und seine Truppe werden nach einem gescheiterten Attentat auf die Hexe Edea in einen Krieg verwickelt, der die ganze Welt zerstören könnte. Nun liegt es an Squall und seinen Mitstreitern, dies zu verhindern. Wie für Final Fantasy üblich, wird die Geschichte im Laufe des Spiels komplexer und nimmt unerwartete Wendungen an. Für JRPG-Fans ist Final Fantasy VIII daher schon fast ein Pflichtspiel, das man einfach gespielt haben muss. Die 8,6 Millionen verkauften Einheiten weltweit dürften meine Aussagen auch noch einmal bekräftigen. Also, wenn ihr es noch nicht gespielt haben solltet, holt es unbedingt nach, denn es lohnt sich. Aus Treppchen hat es eine Rennsimulation geschafft, die den Namen auch echt verdient hat. Gran Turismo 2 wurde 1999 von Polyphone Digital entwickelt und von Sony Computer Entertainment gepublished. Anders als bei den meisten Racing-Games der damaligen Zeit setzte man bei der Gran Turismo-Serie auf Authentizität und natürliches Fahrverhalten. Das begeisterte vor allem Spieler, die eine realistische Rennsimulation haben wollten. Aber auch Arcade-Rennfahrer wurden mit dem Spiel bedient, denn dank 2 verschiedener Race-Modi konnten beide Gruppen von Spielern zufriedengestellt werden. Ein weiterer großer Vorteil der Rennsimulation war die Auswahl der Autos, denn Gran Turismo 2 bot knapp 650 verschiedene Fahrzeuge und 27 Rennstrecken an, was für damalige Verhältnisse echt eine Menge Content bot. Mit einem Metascore von 93 und einem User-Score von 8,9 dürfte Gran Turismo 2 zu den wohl beliebtesten Rennsimulationen der letzten 2,5 Jahrzehnte gehören. Das macht sich auch in den Verkaufszahlen bemerkbar. So wurden 9,37 Millionen Exemplare für die PlayStation verkauft. Final Fantasy VII ist nicht auf Platz 1. Leider nicht, auch wenn ich es da vermutet hätte. Dennoch braucht sich der erste Ableger der Final Fantasy Reihe, der auf der PlayStation erschienen ist, nicht verstecken. Denn neben genialem Gameplay kann Final Fantasy VII vor allen Dingen mit seiner Story, den charismatischen Charakteren und einem der fiesesten Bosse aller Zeiten aufwarten. Doch erstmal ein kleiner Exkurs in die Story. In einer fiktiven Welt ist der Shinra-Megakonzern dabei, die Welt auszubeuten. So nutzen sie die Makro-Energie des Planeten, um Energie für ihre zahlreichen Rüstungsprojekte zu gewinnen. Der Konzern geht dabei nicht sehr zimperlich vor, die Bevölkerung und der Planet sind ihnen egal. Hier kommt Cloud Strife und seinen Kameraden von Avalanche ins Spiel, denn sie wollen den Konzern daran hindern, den Planeten auszubeuten und die Menschen wie Dreck zu behandeln. So führt Avalanche Sabotageakte und natürlich auch Attentatsversuche auf den Präsidenten von Shinra aus. Nach einem missglückten Sabotageversuch werden Cloud und seine Kameraden in eine noch größere Geschichte hineingezogen, die den ganzen Planeten bedroht. Denn Shinra ist nur ein kleines Rädchen im großen Ganzen. Der ehemalige Supersoldat Sephiroth hat noch ganz andere Pläne mit dem Planeten. Wie man es von Final Fantasy gewohnt ist, wird die Story irgendwann sehr komplex und nimmt Wendungen, die man so nicht erwartet hatte. Wenn ihr also Final Fantasy VII noch nicht gespielt habt, dann holt es unbedingt nach. Alleine der Bossfight mit Sephiroth ist so episch, dass man ihn einfach selbst erlebt haben muss. Mit über 10 Millionen verkauften Einheiten ist Final Fantasy VII das erfolgreichste Spiel der Reihe, wenn man die Online-Varianten mal außen vor lässt. 1997 krempelte Sony zusammen mit Polis Entertainment den Markt für Racing Games komplett um. Statt Arcade-Races gegen die KI oder andere Spieler zu fahren, setzte man bei Gran Turismo auf Realismus. Neben dem Arcade-Modus, in dem man die Strecken und Fahrzeuge frei wählen konnte und einfach ein paar Runden gefahren ist, gab es den Simulationsmodus. Hier musste man als Spieler verschiedene Fahrerlizenzen erwerben, um an Rennveranstaltungen teilnehmen zu können. Wenn man eine dieser Rennmeisterschaften gewinnen konnte, erhielt man Credits, Trophäen und Preisautos. Die so gewonnenen Credits konnten für den Kauf zusätzlicher Fahrzeuge, Teile und Tuning verwendet werden. Für die damalige Zeit ein echter Gamechanger. Aber auch gameplay-technisch war Gran Turismo anderen Racing-Games damals weit voraus. So wiesen die Fahrzeuge realistische Fahreigenschaften auf,
Die Steuerung war sehr präzise und auch das Verhalten der Gegner realitätsnäher. Hinzu kam die große Auswahl von 140 Autos, die auf 11 Rennstrecken ausprobiert werden konnten. Die Beliebtheit des Racers machte sich auch in den Wertungen der damaligen Fachpresse und dem User-Score auf Metacritic bemerkbar. So bekam Gran Turismo durchweg positive Wertungen. Der Metascore des Spiels liegt bei 96 und der User-Score bei 8,6 von 10 möglichen Punkten. Mit 10,85 Millionen verkauften Einheiten ist das Racing Game das erfolgreichste Spiel der PlayStation. Bei einigen Spielen hatte ich bereits damit gerechnet, dass sie in der Top 10 der meistverkauften PlayStation-Spiele auftauchen würde. Andere, wie zum Beispiel Harry Potter, haben mich echt überrascht. Jetzt würde mich aber eure Meinung interessieren. Welche Plätze haben euch überrascht? Wie würde eure Top 10 der PlayStation-Spiele aussehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Hey, dir hat das Video gefallen? Dann schau doch gleich das nächste. Oder geh auf retrogamingcrew.com. Dort haben wir coole Artikel für dich.